Ja, 5:0 Sieg beim Haldensleber SC. Bei uns steht Henry Rohrig. Henry, wir sind souverän in die nächste Runde eingezogen, ins Viertelfinale. Du hast den Torreigen sozusagen eröffnet mit dem 1:0. Beschreib mal kurz deine Gedanken bei dem Tor. Ja, ich habe nur gesehen, dass Connor im Zentrum den Ball bekommt und dass ich genug Platz hatte. Bin dann halt etwas vorgelaufen und er hat mich dann perfekt angespielt. Und dann war ich, glaube ich, 20 Meter vorm Tor und ich hätte vielleicht noch zu Jason spielen können, aber ich dachte mir, schieße ich einfach. Und ja, dann ist er da oben in den Winkel reingeknallt, hat mich gefreut, war mein erstes Tor überhaupt für Magdeburg und ja, sah ganz schön aus. Du hast schon angesprochen, dein erstes Tor überhaupt für uns, auch wenn es Anführungsstrichen nur Landespokal war. Beschreib mal kurz, wie sehr freut man sich darüber? Ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, ich habe mir jetzt vielleicht nicht so beim Jubel gesehen, aber ja, ich dachte mir, endlich hat es mal geklappt mit dem Schuss und ich glaube auch die Jungs haben sich für mich gefreut, die sind direkt alle zu mir gelaufen, war auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ja, für dich war es ja der erste Einsatz seit knapp einem Monat, also seit deiner Verletzung gegen Kaiserslautern. Wie gut hast du die Verletzung weggesteckt? Ja, an sich ganz gut. Problem ist nur, dass ich halt immer noch ein bisschen was merke und ich es halt auch bei Trainingseinheiten und wie heute beim Spiel halt betäuben muss mit so einer Salbe. Das funktioniert aber ganz gut und weshalb ich auch so ausgerastet bin da, als er mit dem gestreckten Fuß draufgegangen ist, weil es halt genau die Stelle war. Und ja, hätte nicht sein müssen, aber ja, es geht auf jeden Fall mit der Verletzung. Das ist gut. Ja, und auch neben deinem Treffer hast du auch das Tor von Maxi Franzke vorbereitet und hast dich auch immer wieder offensiv eingeschaltet auf der rechten Seite. Wie gut hat es getan, jetzt nach so langer Zeit auch mal wieder in der Startelf zu stehen? Ja gut, auf jeden Fall. Also ich brauche auf jeden Fall Spielpraxis. Die habe ich heute bekommen, 90 Minuten. Und ja, ich habe viel nach vorne gemacht. Das ist auch die Art vom Trainer, weil wir halt Powerfußball spielen wollen. Und ja, da macht man viele Läufe nach vorne, um so halt spielerische Lösungen zu finden, um halt auch so Eingaben, wie ich es auch gemacht habe, zu spielen. Und es hat ganz gut geklappt und es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf morgen. Also heute war ja sozusagen das Pflichtprogramm im Pokal. Morgen ist ja dann das große Abschiedsspiel von Christian Beck. In welchen Gefühlen geht man da jetzt morgen hinein? Ja, wir freuen uns alle, denke ich, darauf, Christian gebürtig zu verabschieden. Ich denke, er freut sich auch drauf. Vor allem sieht man ihn dann auch mal wieder. Man sieht auch eigene bekannte Gesichter wieder, die man vorher, ja, die vor letztes Jahr auch hier gespielt haben. Und wir freuen uns alle drauf und versuchen auf jeden Fall morgen die 3 Punkte zu holen. Ja, Noah Kruth steht bei uns. Noah, herzlichen Glückwunsch zu deinem Pflichtspieldebüt hier für den 1. FC Magdeburg. Erzähl mal, wie hat es sich angefühlt für dich? Dankeschön erstmal. Ja, ist natürlich ein Traum, der irgendwo wahr wird. Am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt, aber es hat sich während des Spiels gelegt. Ich denke, 0 gemacht, gutes Spiel gemacht, damit kann man zufrieden sein. Ich wollte gerade fragen, ja, wie würdest du die Leistung deiner Vorderleute einschätzen? Heute 5:0 Erfolg hier in Haldensleben. Bist du zufrieden damit? Auf jeden Fall. Gerade wenn man 0 spielt, ist, denke ich, für ein Torwart immer was Besonderes. Hinten haben wir nicht viel zugelassen, bis auf eine Chance, an die ich mich da erinnern kann. Deshalb großes Lob an meine Vorderleute. Ich wollte gerade fragen, ja, du warst nicht ganz beschäftigungslos. Den einen oder anderen Ball hast du schon aufs Tor gekriegt, den anderen einen oder anderen Ball hast du vielleicht noch abgefangen. Wie würdest du die Leistung der Gastgeber einschätzen heute? Ich denke, sie haben ein gutes Spiel gemacht. Vor allem gegen so eine Mannschaft wie uns, die in der Liga gerade relativ stark ist, haben sie gut dagegen gehalten. Sind zu ihren Chancen gekommen, aber letztlich haben wir verdient gewonnen, würde ich sagen. Wie ist die Situation jetzt eigentlich für dich persönlich? Du bist ja nach wie vor noch Bestandteil der U19-Mannschaft in der Bundesliga, bist aber regelmäßig, eigentlich jetzt immer in jüngster Vergangenheit, bei den Profis auch dabei. Wie kommst du damit klar mit der Situation derzeit? Ich komme sehr gut damit klar. Ich bin froh, dass ich die Erfahrung bei den Profis sammeln darf. Mit der U19 gilt natürlich auch, alles zu geben und bei den Profis will ich das Gleiche machen, um mich in eine sehr gute Ausgangslage für nächstes Jahr zu bringen. Wie würdest du die Arbeit bei den Profis beschreiben? Ja, du bist ja da wirklich in guter Konkurrenz aufgehoben, ja, mit Reimann, mit Benny Lehneis und mit Tom Schlitter und zuletzt auch mit unserem Torwarttrainer Matthias Tischer. Wie würdest du die Arbeit da beschreiben? Ich denke, wir sind ein sehr gutes Torwartteam. Wir arbeiten in jeder Trainingseinheit sehr konzentriert und ich denke, die Konkurrenz bringt uns alle irgendwo weiter. Noah, dann bedanken wir uns bei dir. Ja, wünschen dir weiterhin eine gute Entwicklung bei uns und alles Gute. Dankeschön.